Guten Morgen, Sportsfreunde, und herzlich willkommen zum kaffeeschlürfenden Tetzel und der Halbgottschmiede. Ihr habt eingeschaltet zu diesem schönen Video mit dem Thema die Wahrheit über Techniktraining, die Wahrheit über Grundübungentechnik. Darum soll es heute gehen, Leute. Ihr alle wisst, wenn ihr meine Videos kennt und wenn ihr euch vielleicht schon ein bisschen mit Fitnesstraining beschäftigt oder auch mit Krafttraining, dass es eine Handvoll Übungen gibt, nämlich an der Zahl 5 Stück, die in ihrer Komplexität, Funktionalität und Ausführung einfach unersetzbar sind für die Entwicklung des Körpers und die einfach mit entsprechendem Gewicht ausgeführt auch eine unglaublich positive körperliche Entwicklung nach sich ziehen. Natürlich sind das die großen drei, bekannt aus dem Kraft-Dreikampf, das ist immer sehr lustig. Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, Kraft-Dreikampf und natürlich der Klimmzug, praktische Übung und ebenfalls das Überkopfdrücken. Das sind die grundlegenden Bewegungen, die Grundübungen, die natürlich sehr, sehr wichtig sind, sehr, sehr funktional sind und die entsprechend auch komplex sind. Das heißt, wir benutzen natürlich für jede einzelne dieser Übungen im Prinzip den gesamten Körper. Kurz drüber nachdenken. Ja, stimmt, Tetzel hat recht. Und hier ist es natürlich klar, dass ganz, ganz viele motorische Einheiten in eurem Körper miteinander arbeiten müssen, koordiniert sein müssen. Und diese Koordination ist natürlich eine Sache, die geschult wird. Jetzt heißt das Video die Wahrheit über Techniktraining. Die Wahrheit ist, egal wie gut du genetisch prädispositioniert bist, egal wie gut dein Trainer ist, du wirst nicht auf Anhieb eine perfekte Technik haben. Das richtet sich jetzt an Anfänger und leicht Fortgeschrittene. Diese Übungen sind in sich so komplex, dass sie Zeit brauchen. Und diese Zeit solltest du dir auch geben. Ich kann es mal an einem Beispiel erläutern und natürlich an dem Beispiel, was ich am allerbesten kenne, an meinem eigenen. Das heißt nicht, dass ich der Maßstab bin für irgendetwas, Leute, aber ich denke, ich konnte in den ersten Jahren an vielen Stellen gute Fortschritte erzielen und bin damit vielleicht sicherlich irgendwo in einem mittleren Bereich. Gibt bestimmt Leute, die es schneller schaffen, Leute, die langsamer sind. Ja, nur als Beispiel. Ich habe in meine Bankdrücktechnik 1,5 Jahre investiert. 1,5 Jahre habe ich geübt, mit etwas moderaterem Gewicht wirklich eine Ausführung zu haben, mit einem etwa 45-50 Grad geöffneten Ellbogenwinkel, sodass ich richtig schön in die Streckung der Brust komme, die Stange auf die richtige Stelle für mich legen kann und entsprechend drücken kann. Und diese leichte, ich versuche es mal so ein bisschen vorzumachen, diese etwas leicht öffnende Rotation zu haben, sodass ich wirklich maximale Kraft entwickeln kann. Dabei auch die Schulterblattdepression geübt, also wirklich die Schulterblätter hinten unten zu fixieren, sodass die Brustmuskulatur aktiviert wird. Und jetzt, nachdem ich das Gefühl hatte, ich kann eigentlich gute Lasten bewegen, fange ich an, langsamer zu trainieren. Soll heißen, auch mal auf der Brust abzulegen und dann aus dem toten Punkt, den man ja im Prinzip bei Kniebeugen als Umkehrpunkt oder beim Kreuzheben, wenn man wirklich aufstoppt hat, dann zu starten und zu beschleunigen. Das, was sozusagen dann die legitime Wettkampfausführung ist, Leute. Das heißt, ich trainiere jetzt 4 Jahre, habe aktiv mindestens 1,5 Jahre in meine Bankdrücktechnik investiert und lerne dabei immer noch weiter und bewege schon Gewichte, die für viele recht hoch sind. Also, wenn du soweit bist, dass du ein Gewicht bewegst, wo du eigentlich schon denkst, Mensch, ich bin gut, wirst du immer noch Möglichkeiten finden, deine Technik zu überprüfen. Und das wird auch weiter wachsen. Kniebeugen, genau das gleiche Thema. Kreuzheben, bei mir noch mehr das Thema. Ich sage, ihr braucht einen guten Trainer. Ich halte mich selber für einen ganz guten Trainer, bin auch ganz gut erfahren in den 4 Jahren, in denen ich trainiere, habe ich auch relativ lange schon Leute trainiert. Ich kann auch ganz gut beurteilen, ob jemand eine gute Technik hat. Und an einigen Stellen ist es auch immer möglich zu sagen, pass auf, wenn du an dieser Schraube drehst, kriegst du ein besseres Resultat. Nicht bei allen und bei jeder Einschränkung ist das so leicht möglich. Es gibt, wie gesagt, auch anatomische Voraussetzungen, zum Beispiel die Kniebeugen sehr schwierig machen. Ne? Wenn jemand einfach einen entsprechend langen Oberschenkel im Verhältnis zum Wadenbein hat, dann wird er auf jeden Fall mit dem Po immer sehr weit nach hinten müssen, ne? Und dann klappt er immer so zusammen. Ne? Ihr kennt das sicherlich. Ich kann das mit den Händen schlecht nachmachen. Okay,
Weiterer Punkt, Kreuzheben. Gleiches Thema. Viel, viel Zeit investiert. Ich kann heute noch nicht gut Kreuzheben, also was jetzt von meinem eigenen Gefühl eine gute Technik ausmacht. Ich kann beurteilen, ob du eine gute Technik hast, wenn ich es mir angucke, kann dir eventuell sagen, was du falsch oder richtig machst. Aber trotzdem muss man immer weiter dran arbeiten. Und auch wenn man schon hohe Lasten bewegt, heißt das noch lange nicht, dass die Technik gut ist. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Von Überkopfdrücken und Klimmzügen mal ganz zu schweigen, Leute. Wichtig ist auch zu verstehen, die Entwicklung eurer Hilfsmuskulatur wird in Abhängigkeit stehen von eurer Ausführung in den Grundübungen. Das heißt, ihr könnt Bizeps-Curls machen wie bescheuert. Wenn ihr keine vernünftigen Klimmzüge machen könnt, wird es schwierig, die Arme zum Wachsen zu bringen. Stelle ich an mir selber fest. Ich war sehr schwer, bin auch sehr schwer, ne? Heute sowieso wieder. Hab mit, ihr wisst es, damals sehr hohem Gewicht angefangen zu trainieren. Da waren Klimmzüge noch gar nicht möglich. Und das fühlt sich jetzt über die Jahre zurück, dass ich curlen kann, bis ich schwarz werde. Aber es wird einfach mit den Armen nur was, wenn ich auch die Komplexübungen habe und wo dann der Assistenzmuskel wirklich für den Muskel, wo er dann auch hilft, nämlich den Rücken, im Falle des Bizepses, entsprechend auch Unterstützung gibt. So sieht's aus, Leute. Darum sagt man, trainiert eure Beine. Dann wird auch der Bauch fest, auch der Rücken fest im unteren Bereich. Also, macht euch nicht verrückt, wenn ihr eine Technik nicht perfekt hinkriegt, aber bildet euch weiter. Empfehlung hier die Workshops von Bodybuilding Ref, ne, das Mobility Training und Squat Like a Weightlifter. Das hilft euch auf jeden Fall ein Stück weiter. Und davon abgesehen, lasst euch immer wieder überprüfen. Auch wenn ihr schon viel Gewicht bewegt, denkt nicht, dass euer Gewicht, was ihr bewegt, Maßstab für die Qualität eurer Technik ist. Ganz, ganz wichtig. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, gerne teilen, gerne natürlich auch abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt, gerne ein Halbgoldschmiede-Shirt, eingeblendeter Link, für euch bestellen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen. Das war euer Tetzel. Wir sehen uns beim nächsten Video. Dragon Slayer Mode. My Protein. Fuel your ambition.